Hallo liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend und einen schönen Gruß aus Dinkelsbühl. Ihr seht, unser Platz hier außen ist fertig, die Fahne ist gehisst, auch den Masten haben wir neu gesetzt und hier steht auch unser Tournee, die wir hier schön präsentieren können. Wir kriegen ja jetzt bald noch einen in Grau und noch einen in Schwarz. Die können wir dann schön sauber hier her platzieren. Und einen haben wir natürlich auch im Ausstellungsraum. Und dem wollen wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer anschauen, weil das habe ich euch ja versprochen. Den haben wir hier stehen. Ihr seht ihn schon. Und da habe ich ja gesagt, wir machen noch eine richtige Roomtour. Ich glaube, das ist beim letzten Video nicht ganz so rübergekommen. Das war eher so angeteasert, weil er ja dementsprechend oder weil er ja erst angeliefert worden ist. Und hier steht er jetzt in der Ausstellung schön dekoriert, wie versprochen, damit man auch anständig sehen kann. Was wir hier mal weglassen haben, ist vorne den Bullfänger, weil auch ohne schaut er recht schön aus, wie ihr seht. Wir haben dann absichtlich weggelassen, weil er natürlich unten auch immer ein bisschen aufträgt und da muss man dann immer aufpassen, wenn man Bordsteinkanten fährt, ist nicht immer ganz so einfach. Ansonsten haben wir das mal in Schwarz. Ihr seht es, schaut wunderschön aus, also richtig schöne Farbe, gefällt mir sehr gut. Und innen drin wieder das klassische Hell. Das ist natürlich jetzt der 6.4, den ich euch ja im letzten Video schon groß angefreundet oder angeteasert habe. Und den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Was haben wir außen alles? Machen wir mal kurz die Türe zu. So schaut er mit geschlossener Türe aus. Wir haben hier die Wasserversorgung. Klar, das kennen wir ja. Wir haben hier keine Außensteckdose, also keine Außengasdose genommen. Dafür hat jetzt der schon ein Solarpanel drauf und einen Wechselrichter. So schaut er von hinten aus. Schön mit Licht durchflutet. Was mir wunderschön gefällt, was hier neu ist, ist das Seitenfenster. Das finde ich richtig toll. Schön klein gehalten und sehr ansprechend, finde ich. Dann haben wir hier die Leseleuchten. Einmal hier und einmal auf der anderen Seite, weil hier haben wir ja jetzt zwei Längsbetten. Und wenn ich das einmal richtig zeigen darf, die kann man natürlich hier schalten dementsprechend. Und auch jeweils die Ambientebeleuchtung links und rechts getrennt geschalten. Also da kann jeder für sich seine Beleuchtung selber auf seiner Seite schalten. Auch hier wieder die Leseleuchte, ne? Jawohl. Also ist richtig schick gemacht. Dann haben wir hier oben ein richtig schönes großes Hegi, wie auch beim 6 Meter Fahrzeug. Dann haben wir das hier auch beim 640er, ist ja ganz klar. Was natürlich toll ist, wir haben große Dachfläche, da bringt man natürlich für die Autarkie richtig Solar drauf, also wenn man das möchte. Dann haben wir hier einen Gaskasten für eine Gasflasche. In dem Fall brauchen wir natürlich auch nicht mehr, weil wir ja eine Dieselheizung haben, also somit ist eine 11 Kilo Flasche vollkommen ausreichend. Auf der Seite haben wir nochmal eine 12 Volt Steckdose verbaut. Hier haben wir ein wunderschönes Regal. Es ist gut gelöst, weil wir gerade hier hinten schön Kleinigkeiten einräumen können, wo man schnell mal ran muss von hinten. Also das finde ich richtig geschickt gelöst. Dann natürlich auch hier eine Beleuchtung entsprechend, wo man einschalten kann für die Garagenbeleuchtung, wenn man das so möchte. Dann haben wir hier auf der Seite auch nochmal nach einem Gaskasten ein Regal, was sehr tief ist. Das ist auch geschickt, wo man auch gut nutzen kann für ja, Lebensmittel, Vorrat und so weiter. Und auch natürlich hier die große Staufläche,
wo man nutzen kann für alle möglichen Sachen. Vorräte, Getränke, was man alles nicht so braucht. Also richtig, richtig geschickt gelöst. Dann haben wir natürlich hier den Wasserkasten, also den Wassertank verbaut da dahinter. Und die Matratzen sind geteilt. Also man kann, ihr seht, jetzt ist natürlich der Topper drauf, aber hier haben wir den Gurt, kann man die einzeln hochheben und kann auch entsprechend hier oben die einklipsen, dreimal, dreiteilig, um dann dementsprechend hier durchzuladen, wenn man das möchte. Also auch das ist eine tolle Geschichte, weil da kann man natürlich auch Fahrräder und E-Bikes oder was auch immer transportieren, ohne Probleme. Dann haben wir serienmäßig, ihr wisst es bei Tournee immer, eine Anhängerkupplung, die wir hier ranmachen können. Toilettenkassette steht jetzt hier, die haben wir nicht reingeschoben, gehört natürlich ins Toilettenfach. Dann haben wir die Markisenkurbel, Kurbel und noch ein paar Accessoires, wo da dabei sind. Hier hinten natürlich klar immer mit Rollo und Fliegengitter, ganz klar, damit auch alles schön safe ist. Und ich möchte da wieder hinweisen auf die gigantische Verarbeitung, wenn ihr das seht, die Spaltmaße wieder gigantisch bei Tournee. Also wirklich schön ausläufig, alles grad. Also finde ich richtig klasse. Qualitativ echt gigantisch das Auto. Serienmäßig auch immer mit Rückfahrkamera. Auch wichtig hier oben der Griff, damit man von... wenn man im Bett liegt, auch hier die Tür aufmachen kann, wenn man das möchte. Dann natürlich auch serienmäßig der Knopf. Für was ist der Knopf? Ganz einfach, damit hier die Tür nicht automatisch komplett zurückschlägt, sondern nur, wenn ich hier entriegel, geht die Tür auch wirklich komplett auf. Warum macht man das? Ganz einfach, weil wenn man hier auf der Tür einen Fahrradträger drauf hat, oder sonstiges, dann würde jetzt schon hier alles anstoßen, ankratzen. Und wenn der Wind kommt, der bläst es rum, das ist alles nicht gesund. Klack. Und drum gibt es diese Knöpfe, einmal links und einmal rechts, damit es arretiert ist. Und dann kann da schon mal nichts passieren. So, dann schauen wir mal kurz nach vorne. Wobei, da hat sich nichts verändert. Schaut einfach toll aus, gell? Also ich finde ihn immer wieder schick. In der Toilettenklappe haben wir wie üblich einmal die Außendusche, weil auch die haben wir hier zum Beispiel dabei. Aber das können wir uns kurz anschauen. Jetzt muss ich mal schauen, ob die offen ist. Dann zeige ich euch das auch. Ups! Zum einen hat sie einen Magneten, das heißt, die Klappe bleibt natürlich hier oben. Die fällt nicht runter, sondern da ist hier innen drin in der Tür ein Magnet und dann kann man die vorsichtig hier hochheben und dann ist die da drin. So, dann haben wir hier entsprechend die Außendusche, das heißt, hier tun wir unseren Schlauch andocken, hier schalten wir dann ein und hier können wir warm-kalt mixen. Das ist ganz praktisch und wunderschön, weil hier kann man hinterm Auto auch einmal sich schön abduschen und das Ganze sogar mit warmem Wasser. Finde ich richtig klasse. Dann finde ich auch diese Einrichtung toll, die man hier optional mitwählen kann. Das ist das elektrische Ablassventil. Finde ich ganz klasse, weil nämlich die Schwierigkeit immer ist, genau drüber zu fahren, dann sitzt der Hebel, weil da Dreck unten dran ist und das ist natürlich geschickt. Ich fahre einfach über die Entsorgungsstation, lege meinen Hebel um und schon geht's los. Jetzt schauen wir hier mal kurz drunter. Das sehen wir dann hier. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Genau, jetzt nehme ich euch mal mit runter. Hier sehen wir das elektrische Ventil. Und das ist da angeschlossen, das geht wunderbar und hier kommt dann gleich das Wasser raus. Also tolle Sache. Ups.
Also richtig toll. Ja, das ist hier im Toilettenfach verbaut, macht Sinn da hinten drin. Dann haben wir hier natürlich die den Landstromanschluss. Auch schön, dass es auf der Rückseite vom Fahrzeug ist, nicht auf der anderen Seite, wo man sitzt oder wo man die Markise draußen hat, dass man nicht übers Kabel stolpert, finde ich ganz intelligent. Jo, und jetzt hoppala, schauen wir mal innen rein. Weil auch innen hat sich im vorderen Bereich natürlich ein bisschen was verändert. Hier gibt es auch noch optional die Möglichkeit, das bieten aber wir an, das können wir gern nachträglich noch einbauen, wenn man das möchte. Wobei ich sagen muss, ich finde es jetzt nicht ganz so notwendig, das ist die automatische Zuziehhilfe. Weil wenn wir nämlich mal gucken, zack, also er schließt sehr angenehm. So, was haben wir hier innen drin? Den Tonneau als solches kennt er ja schon. Die einzigen Veränderungen, wo es hier gibt, hier vorne drin. Also ein paar Sachen sind schon anders, dadurch, dass er natürlich länger ist. Tonneau-Kenner fällt sofort auf, dass wir hier statt drei nur zwei Schubkästen nebeneinander haben. Liegt daran, weil man natürlich die Bettlänge bei 6,40 Meter ein bisschen ausnutzen. Also genau ist er, ich glaube, ich müsste jetzt genau nachlesen, 6,36. Damit fällt er hier natürlich ein bisschen enger aus. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vermisse jetzt hier eigentlich platztechnisch überhaupt nichts. Nach wie vor haben wir hier einen wunderbaren Stauraum überhalb der Küche. Wir haben hier ein bisschen abgeänderte Kochsituation. Beim anderen haben wir das getrennt beim 6 Meter. Beim 6,36 haben wir das jetzt in einem, was ich auch hübsch finde. Somit kann man nämlich hier, wenn man das alles rauswischt, fließt auch gleich hier rein. Das ist das gleiche, wie wenn hier der Ablauf wäre. Also der Vorteil ist genau der gleiche. Und ja, so hat man alles in einem. Ist auch ganz geschickt gelöst, finde ich eigentlich recht ansprechend. Dann haben wir hier unten natürlich nach wie vor unsere massiven Schubkästen. Auch hier wieder von der Qualität her echt massiv, da bricht nichts durch. Da muss man keine Angst haben, dass man da irgendwas reinlädt und der Schubkasten hält es nicht aus, sondern nein, die halten das aus. Ohne Probleme. Hier unten auch. Hier kann man Töpfe reintun. Dann haben wir hier noch einen kleinen Schubkasten für kleinere Accessoires. Und hier wiederum dasselbe. Da haben wir einen großen für höhere Töpfe und so weiter. Also da haben wir richtig gut Stauraum. Hier haben wir die Gassituation für das Kochfeld. Das finde ich auch sehr schön beim Tonneau, weil jeweils die Gassituationen immer hier gelöst sind, gleich hier drunter, aber schön versteckt. Und dann haben wir ja hier wieder unser Kippfach, wo unten drunter, wenn wir das kurz rausnehmen dürfen, der Gasdurchlauferhitzer, Gasboiler ist, wo wir hier das Gelbe ist der Absperrhahn, sprich der Frostschutz. Und dann haben wir dahinter auch wieder gleich den Gashahn, ihr seht es hier, zum Aufdrehen für unser Warmwasser. Dann rasten wir den einfach hier wieder ein in das Gestänge. Zack. Und schon ist er wieder da drin. Vorführeffekt, ne? Genau. So. Wieder rausnehmen und zumachen. Dann haben wir hier noch eine kleine Tür. Die kennt ihr ja schon vom anderen Tonneau. Da sind die Tischverlängerungen drin und die Umbaubrettchen hier für die Situation im Dinettenbereich. Habe ich euch aber ja schon mal gezeigt. Dann haben wir hier unten nochmal eine Steckdose. Hier haben wir auch nochmal einen Lüfterauslass. Auch das finde ich ganz geschickt. Also macht auch richtig Sinn da unten, damit der Dinettenraum auch schön sauber ist, schön warm durchflutet wird. Dann haben wir hier nochmal einen schönen Stauraum, wo man Schuhe und so weiter reintun kann. Auch das gibt es hier. Also richtig tolle Sache. Oh,
Dann haben wir hier den Kühlschrank, ganz klar. Kompressorkühlschrank, auch wie beim anderen Tournee. Also ist nichts Neues, ist glaube ich sogar der gleiche. Aber was natürlich anders ist, ist hier unten, haben wir nämlich durch die Länge wieder mehr Stauraum, weil hier haben wir eine Bettfläche. Und somit haben wir hier nochmal einen Auszug, den finde ich echt intelligent. Für Flaschen dementsprechend, Getränke, dann klappert das oder liegen die nicht rum, das finde ich ganz geschickt. Und was ich auch schön finde, ist der Auszug hier. Den habe ich euch ja auch schon mal kurz gezeigt, nämlich fürs Bett. Das heißt, den ziehe ich raus und jetzt kann ich ohne Probleme hier ins Bett legen. Perfekt. Also passt hier super rein und liegt hier super bequem. Und deswegen ist das toll, weil da habe ich die Stufe und da komme ich ohne Probleme auch hoch. Also richtig coole Sache. Und zum Runtersteigen ist es auch geschickt, weil da muss ich nicht so einen hohen Schritt machen. Also, und ich gewinne natürlich auch gleich wieder Stauraum, weil man dementsprechend hier wieder etliches einladen kann. Also auch richtig geil. Dann haben wir das altbewährte Schott. Das kennt er wahrscheinlich auch schon. Hier hinten haben wir eine Klappe. Die klappt man einfach ein Stück weit hoch. Und dann zieht man das Schott einfach zack. Und schon kann ich hier reinlangen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Lebensmittel raustun will und draußen saut's recht, aber ich komme jedenfalls in die Garage. Um das Ganze wieder zu sichern, schiebe ich das alles wieder einfach nur vor, führe das hier wieder ein und klack, klackt es automatisch wieder ein und dann ist es arretiert und hier kann nichts mehr nach vorne durchfallen. Also echt clever gelöst. Finde ich richtig toll, gegenüber Steckbretter und so weiter, was es da alles gibt, ist das eine echt tolle Lösung. Jo, dann haben wir hier das Badezimmer. Was mir hier auch unwahrscheinlich gut gefällt, ist ein richtiges Hegi im Badezimmer. Nicht nur diese Entlüfterklappen, sondern ein richtig schickes Hegi, wo man auch für größere Menschen natürlich gut, damit sie da stehen können und nicht gleich oben anstoßen, aber auch zur Entlüftung, weil man das richtig schön aufmachen kann. Auch das ist richtig klasse. Natürlich auch wieder mit Verdunkelung oder Rollo, also sprich Fliegengitter. Also auch richtig geschickt. Dann haben wir hier eine Kleiderstange mit Haken, damit man auch entsprechend Dinge aufhängen kann. Jacken, wenn es mal nass sind. Oder wie auch immer, passt ja gut in den Feuchtraum. Und dann haben wir, die, klar, Toilette, kennt ihr ja, Waschbecken, ist nichts Neues. Dann haben wir hier die Duschwanne, ist hier eine Nasszelle, wo man sich auch entsprechend abwaschen kann. Ich wurde schon immer gefragt, warum ist hier kein Dusche, was mache ich mit dem Duschkopf? Ist natürlich ein Van, eine Nasszelle und keine Wellnessdusche. Das heißt, ich gehe hier rein, nehme den Schlauch, zieh den aus, mach mich nass, schäum mich ein, braus mich ab, wasch mich und gut ist. Und fädel dann entsprechend den Schlauch hier wieder ein. Und das war's. Ne? Also so ist es hier gedacht. Und natürlich nicht gedacht, um lange Wellnessduschen zu machen. Reicht ja auch das Wasser gar nicht so weit aus. Aber so ist es hier gedacht. Jetzt könnte man natürlich auf Wunsch, der Schlauch reicht, haben wir auch schon gemacht, hier oben noch einen Brausekopfhalter hinmachen, geht, können wir tun, bieten wir auch an, ist überhaupt kein Problem, wenn das jemand wünscht, dann kriegt er das natürlich. Überhaupt kein Thema. Hier unten haben wir nur einen Heizungsausströmer, damit auch das Bad schön warm wird. Und ja, das war's hier schon, viel Stauraum haben wir hier auch, finde ich auch ganz geschickt. Also das ist auch richtig klasse, da passt richtig viel rein, schön gelöst, also auch die Situation finde ich echt toll. Jo, dann haben wir hier eine Schiebetür, finde ich auch richtig gut. Keine Drehtür, sondern eine Schiebetür mit Magnetband. Und wenn die richtig zu ist, zack, da wackelt nichts, da klappert nichts, auch beim Fahren nicht. Hier natürlich trotzdem Entlüftungen, damit auch die entsprechende Feuchtigkeit raus kann und die Tür ist richtig massiv zu, also man muss jetzt hier schon richtig reinlangen und oh, ruck,
damit man die aufkriegt, weil durch das Magnetband hält die richtig gut. Klappert auch nicht während der Fahrt. Finde ich richtig klasse. Also hat schon was. Dann natürlich vorne Drehsitze, ganz klar, damit man sich richtig bequem machen kann. Hier oben haben wir nochmal ein schönes Fach, wo man eventuell, wenn man es braucht, die Kissen natürlich ablagern kann, wo man benötigt für einen Umbau, wenn man das Bett macht oder eben andere Sachen unterbringt. Dann haben wir hier natürlich noch den großen Schrank, wo man viel Wäsche oder irgendwas unterbringt. Und hier natürlich die Technik verbaut, das heißt einmal die Solaranzeige, einmal die Flow Heating Fußbodenheizung. Hier haben wir unseren Gasdurchlauferhitzer, den Wasserheater, Wasserheizer, Solarregler und hier hinten den Wechselrichter, wo wir einschalten können. Jo, dann nehmen wir hier mal kurz Platz. Rux. Dann haben wir hier oben, ihr seht hier, das Panel für ein Tournee, das normale Standard-Steuerpanel. Und hier haben wir die Webasto-Steuereinheit, wo man die Webasto-Heizung dementsprechend einstellen kann und auch beheizen kann. Dieselheizung natürlich, macht natürlich auch wieder Sinn in der Autarkie. Habe ich heute erst wieder Kunden gehabt. Dieselheizung, warum Dieselheizung? Weil man einfach, wenn man in skandinavischen Ländern unterwegs ist oder auch mal Norwegen, Schweden, da wird es halt eng mit Gasflaschen. Also da muss man dann wirklich vorher genau recherchieren, wie ich meine Tour lege, damit ich wirklich irgendwo auch dementsprechend mein Gasvorrat wieder auffüllen kann. Und ich brauche definitiv da unten meine Heizung, weil da hat es dann schon auch im Sommer mal Nächte, wo es etwas kühler ist, wie auch bei uns hier in Deutschland. Jo, was haben wir hier von alles? Klar, wir haben ein Peugeot. In dem Fall nehme ich immer die größere Variante, 165 PS. Wir haben hier Navigation von Kenwood, serienmäßig verbaut mit Rückfahrkamera. Wir haben hier Klimaautomatik, serienmäßig ist immer dabei. Finde ich auch echt interessant oder schöner, weil es einfach exakter zum Einstellen ist, wie die Rädchen. Ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich mag es ganz gern leiden und finde es wirklich tolle Sache. Dann haben wir hier auch die USB-Schnittstelle, damit wir das Handy dementsprechend andocken können, an den Kenwood Autoradio zum Musik hören und so weiter. Dann haben wir natürlich hier auch das so ein Klemmbrett, wo man entsprechend ein paar Sachen anklemmen kann. Oh, das ist eine tolle Sache. Und unseren schönen Bär hier, der schon gemütlich hier sitzt, mit ein bisschen Nackenprobleme. Aber gut. Und auch schick finde ich diese, jetzt muss ich dich doch nochmal kurz wegtun, diese Art der Verdunkelung, weil von unten nach oben habe ich die Möglichkeit, ich kann es hier schon mal so hochziehen. Das heißt, es kann schon mal keiner mehr groß hier reinschauen. Aber ich verhindere, dass dennoch die vollkommene Dunkelheit da ist, dass nur ein bisschen Licht reinfällt, wenn ich das möchte am Abend. Wenn ich natürlich zu Bett gehe, kann ich es auch komplett hochziehen, bis über den Kanten drüber. Und dann ist es natürlich wirklich schön dunkel. Auch das geht. Macht echt ja Sinn. Also finde ich richtig toll. Und tun das wieder runter, damit unser Bärchen da wieder Platz hat. Jawohl. Hau Rux. So. Dann haben wir hier oben natürlich noch Leselampen entsprechend und die große Lampe, auch das ist klar. Ja, dann haben wir hier noch das Freisprechanlage, wo hier in dem Kenwood Autoradio schon drin ist. Dann natürlich Lederlenkrad, Lederschaltknauf und Tempomat ist auch dabei. Also das sind schon etliche Ausstattungen, aber die finde ich schon richtig toll. Und das Cockpit kennt ihr ja, ist ja live Fiat Cockpit, ist nicht viel anders. Da gibt es keine großen Unterschiede. Jo, dann haben wir die tollen Tourneesitze, die finde ich recht toll. Der eine mag es, der andere nicht. Ich mag sie gern haben. Auch hier hat man natürlich einen schönen Halt, gerade beim Fahren. Jetzt sagen viele, ja, da kann ich mich ja gar nicht so herkuscheln. Und ja, das stimmt bedingt. Da gebe ich euch bedingt recht, nur wenn man die Kopfstütze einstellt. Also ich selber habe mir auch schon hier ins Eck reingekuschelt. Geht wunderbar. Also ist überhaupt kein Problem.
Man sitzt hier richtig angenehm und kann tolle Abende verbringen. Also richtig schön. Was mir hier am Tisch sehr gut gefällt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, wie der geht zum Ausziehen. Da klappt man einfach hier hinten, da hier ist natürlich noch alles neu, da geht alles noch ein wenig schwerer, vor allem weil da noch ein Magnet drin ist, damit es auch wirklich hält. Und jetzt zieht man einfach zapp, das Ding raus. Und was ich auch cool finde, dass hier ein QR-Code drauf ist. Den kann man einscannen und dann kriegt man sofort das Video-Tutorial, wie man das Bett baut. Also tolle Sache. Und hier klemmt man jetzt einfach, zack, die Bretter dazwischen, wo unten drin sind. Und dann habe ich schon hier einen ausgezogenen Tisch. Oder ich tue dann einfach wieder ein, klappe das Ding wieder zu und fertig. Also richtig schön, richtig schick. Viele Dinge, die halt wirklich Sinn machen. Und viele wollten eben einfach auch den Längsschläfer, weil klar, wenn man größer ist, hat man natürlich quer echte Probleme. Aber durch das Riesenbett habe ich jetzt der Längs nach schon echt Möglichkeiten. Also muss ich ganz klar sagen. Und was wir nicht vergessen dürfen, hier haben wir auch noch den Hocker zum Ausziehen, den ich einmal immer als Hocker betitel, weil man natürlich auch hier am Tisch, wenn er ausgezogen ist, mit sitzen kann. Aber natürlich auch hier, wenn man hier vorm Fahrzeug sitzt, unter der Markise ausgekurbelt, kann man hier entsprechend auch seine Sachen abstellen. Mal, keine Ahnung, einen Salatschüssel oder das Brot, wie auch immer. Man kann es auch nur halb rausziehen und man kann es trotzdem nutzen. Zusätzlich zum Kochen haben wir natürlich auch hier unsere Platte, zack, zum Ausklappen, wo das dann eine ebene Fläche ist und wo man sauber damit arbeiten kann. Und was mir gut gefällt, obwohl das ausgeklappt ist, kommt man ohne Probleme hier noch ins Fahrzeug. Also das ist auch richtig toll gelöst. Auch das macht richtig Sinn. So, zum Einklappen brauche ich zwei. Nee, geht sogar so. Zack, klappt man wieder rein und fertig. Also alles in allem bleiben hier keine Wünsche offen. Tolle Lichter sind hier integriert, die Ambiente-Beleuchtung gefällt mir sehr gut, Steckdosen an allen Ecken und Enden, wie man es brauchen kann. Also in allem ein ganz, ganz schickes, tolles Auto. Zur Vervollständigung schauen wir natürlich auch noch hier rein. Auch hier haben wir richtig schöne große Wäschefächer. Dann haben wir hier eine USB-Steckdose zum Laden und auf der anderen Seite, zipp, haben wir auch eine USB-Steckdose zum Laden und natürlich kann man hier ohne Probleme auch ein Fernseher installieren. Die Wand ist groß genug, den kriegt man auch hierher. Überhaupt kein Thema. All das kann man tun. Dann haben wir hier Lautsprecher verbaut, weil man dann via Bluetooth sich auch wieder mit dem Handy verbinden kann, mit dem Autoradio verbinden kann, der auch dann dementsprechend die Lautsprecher bedient und man ohne Probleme Radio hören kann. Also, ein schickes, tolles Auto. Gott, jetzt habe ich 28 Minuten, um Himmels Willen. Habe ich schon wieder viel zu viel gelabert, aber eins möchte ich jetzt noch tun. Nämlich mit euch die Bettlänge messen. Weil da kriegen wir ja auch immer Rückfragen. Auf dieser Seite, das ist natürlich die lange Seite, müssen wir hier jetzt mal ranhalten. So, jetzt gucken wir mal. Jawohl, zack, sind wir bei 1,91 Meter. Also sind schon ganz ordentlich, sind schon richtig groß. Auf der Seite muss dann die Dame schlafen, weil hier haben wir natürlich das Badezimmer. Hoppsa, da ist es ein bisschen enger. So, zack. Da sind wir bei 1,80 Meter, 1,79 Meter. Und in der Breite haben wir hier dann trotzdem noch 1,85 Meter. Also da kann man schon richtig was anfangen mit dem Bett. Finde ich richtig geschmeidig. Das ist schon richtig toll. So, jetzt habe ich euch aber echt genug zugelabert mit dem neuen Tournee. Das war jetzt eine ausgiebige Roomtour. Wenn Fragen sind, wenn noch Wünsche sind,
Er steht hier in Dingesbühl. Ihr könnt ihn gerne in live anschauen. Wenn irgendwelche Fragen dazu sind, kontaktiert uns, schreibt uns E-Mails, überhaupt kein Problem. Wir sind offen, wir beantworten das. Nur ein bisschen Zeit mitbringen, weil E-Mails habe ich momentan auch noch viele zu beantworten, aber das machen wir trotzdem gern. Und ansonsten einfach durchrufen oder wie gesagt, am besten persönlich vorbeischauen, anschauen. Wir haben den 6 Meter dastehen, wir haben den 6 Meter 40 dastehen und der Allrad ist bestellt, weil den 6 Meter gibt es ja auch als Allradfahrzeug, als 4x4. Auch sehr interessant. Da müssen wir uns aber allerdings noch ein bisschen live da ist gedulden, weil er erst jetzt bestellbar ist. Aber auch das werden wir tun. Und ja, dann ist die Tournee-Flotte eigentlich ziemlich massiv gewachsen mit einem 6 Meter Standard, 6 Meter 4x4 und 6.4 Längsbettenfahrzeug. Drei Modelle zur Auswahl in richtig verschiedene, viele Farben, also richtig toll. Also, so, in dem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich für das Zuschauen, für die vielen Abonnenten immer wieder. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ich verspreche euch, jetzt gibt's dann als nächstes wieder ein Technikvideo. Aber ich wollte euch den nicht vorenthalten, ich wollte euch den zeigen und bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, macht es gut und ganz liebe Grüße aus Dingesbühl und ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao!